Morgen. Morgen. Hey, Paul. Nimm den Rucksack so in die Hand und über die Schulter. Sieht cooler aus. So? Ja. Nee. Emma, was ist eigentlich mit deiner Mathearbeit? Hallo. Wird's schlimm wehtun? Nur kurz. Versprochen. Ansonsten höre ich sofort auf. Okay. Hi, Anna. Hi, Clara. Oh, hast du dich verletzt? Hä? Na da? Ach, nee, nur ein aufgekratzter Pickel, hat übelst geblutet. Ich bin wieder oben. Das ist schon wieder falsch. In der Strophe geh auf D und nicht geh auf C. Ja, okay. Nochmal. Okay. One, two. One, two, three, four. Hab auch kein Schimmer, wer ich wirklich bin, wird immer schlimmer. Und macht keinen Sinn. Ich gar nichts hin, bin bereit, glaub, dass ich nie gewinn, doch du bringst mich gut drauf. Du sitzt da mit deinem Lächeln, machst mir klar, ich darf nicht schwächeln. Du hast mein Herz berührt, hast meinen Schmerz gespürt, wir sind Schwestern im Geist. Scheiß drauf, ich hab dich lieb. Das war super. Ich glaube, wir können aufnehmen. Klappt das mit der Kamera? Ja. Mein Bruder hat sogar versprochen, dass er es noch schneidet und hochlädt. Fett wann? Also das Problem ist halt, dass er nur morgen Vormittag kann, weil er wieder abends nach Berlin fährt. Und dann ist er erst wieder in den nächsten Semesterferien da. Ja, dann morgen. Ja, und Schule? Glaubst du, Jack White ist einfach blöd in der Schule rum, anstatt aufzunehmen? Ja, nee, aber... Lauri, wir müssen was liefern. Wir haben jetzt schon seit 6 Wochen nichts mehr online gestellt. Die Leute verlieren das Interesse an unserem Channel. Also ich finde, Clara hat recht. Außerdem haben wir morgen nur 2 Stunden Mathe und dann Sport. Ist ja okay. Und die Hausaufgaben haben wir auch noch nicht gemacht. Ja, okay. Nochmal. Nach dem Durchgang. Bereit? Mhm. Wieder da. Wo kommen wir denn jetzt her? Ben Pum. Ich gehe nach oben. Nacht, Paul. Du bist 45 Minuten zu spät. Chema, wir mussten noch einen Song fertig kriegen. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Clara, magst du noch was essen? Nee, der reicht mir. Und außerdem ist ja morgen Schule. Viel Spaß in der Schule. Danke. Ciao. Wollt ihr mich für dumm verkaufen? Nein, wir waren wirklich krank. Alle drei. Gleichzeitig. Für einen Tag.
Was für ein Zufall. Und was für ein Zufall, dass ihr drei auch noch gleichzeitig in einer Band spielt. Woher? Wenn ihr schon die Mädchentoilette mit Aufklebern von Pink Slip zukleistert, solltet ihr wenigstens auf die Videos im Internet verzichten. Oh. Ja, oh. Ich bin vielleicht keine 30 mehr, aber das bedeutet noch lange nicht, dass soziale Netzwerke für mich Neuland sind. Ich möchte eine offizielle, von den Eltern unterschriebene Entschuldigung für diesen Tag haben. Können wir nicht einmal ausnahmsweise... Wenn ihr 18 seid, könnt ihr eure Entschuldigung selber schreiben. Schlimm genug. Und jetzt ab zum Unterricht. Hi. Ich hab was für dich. Da ist der Song drauf. Danke. Bitte. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Na komm. Hallo. 1, 2, 3. Oh, Papa. Was ist denn das? Was? Wie spät ist es denn? Zeig mir deinen Rücken und sag, dass das nicht echt ist. Seit wann hast du das? Seit einem Monat. Du lässt dich einfach so tätowieren, ohne mit mir darüber zu reden. Hättest du es erlaubt? Nein. Mit Sicherheit nicht. Ja, siehst du. Ist das dein Ernst? Du weißt, dass du irgendwas nicht darfst oder machst du es genau deswegen heimlich? Nee, nicht deswegen. Ich wollte ein Tattoo, jetzt hab ich eins. Meine Güte, große Sache. Ja, das ist allerdings eine ganz große Sache. Ja? Und da spreche ich noch nicht mal von den medizinischen Aspekten einer Ansteckungsgefahr mit Hepatitis oder Tetanus. Um von HIV ganz zu schweigen. Große Angst. Du bist minderjährig und du hast meine Einwilligung einzufordern. Haben wir uns da verstanden? Schau mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede! Wer hat es gestochen? Wieso? Weil ich ihn verklagen werde. Sag mal, du spinnst doch jetzt total, oder? Das ist ein Mini-Tattoo auf der Schulter. Ist ja nicht so, als hätte ich mir die Muschi piercen lassen. Sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Ich glaube, es geht los. Erst Schule schwänzen und dann sowas, ja? Du hast Hausarrest. Und zwar 3 Wochen. Na und? Drauf geschissen. Cooles Tattoo. Danke. Hat mir 3 Wochen Hausarrest eingebracht. Spießige Eltern? Helikopterpapa. Beschützt mich vom Leben. Hm. Tagebuch? Ach so, nee. Ich schreibe Songs. Cool. Lass mal hören. Ist noch nicht fertig. Endlich. Hallo. Pizza einmal. Schön. Danke. Danke sehr. Tschüss. Dein Ernst? Du lässt dir Pizza an die Schule liefern? Klar, ich habe keinen Bock auf das scheiß Kantinenessen hier. Magst du? Ja. Nein, Scherz. Bitte, hau rein. Danke. Süß. Ja. Findest du nicht? Weiß nicht. Ich würde nichts küssen, was im Gesicht kratzt. Was? Ach, egal. Du kannst rückfragen. Naja, hast du schon mal... Ich meine... Hast du schon mal... Gefickt. Ja, klar. Und du? Doch, einmal. Und? Naja, ich hätte es mir schöner vorgestellt. Ach komm schon, einmal ist kein Mal. Wie meinst du das? Naja, hat dir deine erste Zigarette geschmeckt? Nee. Und dein erstes Bier? Siehst du? Hola, chicas. Komm mal in die Gänge, wir müssen jetzt proben. Ach, Proben ist nur was für Gitarristen. Ich bin auch so. Du meinst, du treibst? Ich treibe? Ich bin verdammtes Metronom, okay? Du hast dazu gar nichts zu sagen. Hey,
Hey, Papa. Hey. Ich wollte sagen, dass es mir wirklich leid tut. Also, nicht das Tattoo an sich, dazu stehe ich voll und ganz. Aber ich hätte vorher mit dir reden sollen. Das stimmt. Weißt du, du möchtest immer, dass wir dir vertrauen. Aber Vertrauen, das muss man sich verdienen. Ich weiß, aber wegen des Hausarrests können wir nicht, ich meine, gemilderte Umstände. Ich werde es mir überlegen. Hey, süße Frau. Träumst du? Nee, ich hab nur gedaddelt. Was für ein Game? Ach, egal. Hast du Lust auf eine Spritztour? Ja, klar. Wohin denn? Ja, wohin du willst. Wir können zusammen durchbrennen. Was hältst du von Paris? Mit der Kiste? Kiste? Das ist ein Wartburg 311, ja? Alter Familienbesitz. Weil der hat schon alles gesehen. Na dann nach Paris. Echt jetzt? Fahr ist. Mann! Merkst du nicht, dass das Kondom abgerutscht ist? Nimmst du etwa nicht die Pille? Nee, die nehme ich nicht. Fuck! Na, da bist du ja. Regnet's? Nee. Lauri hat mich nur mit dem Wasserschlauch nass gespritzt. Willst du denn nicht trockene Klamotten anziehen? Gleich. Danke übrigens. Mach dir nicht so einen Kopf wegen des Tätowierers. Der arbeitet total sauber. Ja. Ich habe mich erkundigt. War ja klar. Und das mit dem Piercing lassen wir, ja? Da habe ich selber keinen Bock drauf. Ich bin oben. Hausaufgaben machen. Gut. Ich dachte wirklich, du nimmst die Pille. Du dachtest gar nichts. Du wolltest einfach nur vögeln. Du nicht? Ich meine, was kann ich denn dafür, dass das scheiß Kondom abgerutscht ist? Vielleicht solltest du nächstes Mal lieber kein XXL kaufen, wenn du nur XS hast. Du bist echt eine Bitch. Es tut mir leid, ich habe einfach nur wirklich Angst, dass ich schwanger bin. Jetzt chill mal. Ich meine, so schnell wird man gar nicht schwanger. Wenn doch. Dann fällt dir schon was ein. Mir? Du bist echt so ein Arschloch. Hey, das war doch gar nicht so gemeint. Fuck.
Clara. Ich wollte sagen, wenn du mit mir reden möchtest, dann kannst du das jederzeit tun. Worüber? Keine Ahnung. Sag du mir's. Hör zu, wenn du das Gefühl hast, dass ich in der letzten Zeit ein bisschen streng war, dann liegt das daran, dass ich einfach das Gefühl habe, du brauchst so eine Art Leitplanke, wo du dich orientieren kannst. Leitplanke? Ja. Aha. Ja, ich meine, machen wir uns nichts vor, du bist 17 Jahre alt, du bist total erwachsen, du weißt alles. Aber Fakt ist doch auch, dass dein präfrontaler Kortex noch nicht voll ausgebildet ist. Im Ernst. Wenn du reden möchtest, du kannst mit allem zu mir kommen. Mit allem? Ja, natürlich. Außer vielleicht mit Schminktipps. Ist nichts. Nur so ein Pubertätsding. Kortex und so. Präfrontal. Ja. Oh, hoppla. Guten Morgen. Morgen. Ist Lisa da? Ja. Komm. Hallo, Knusch. Wir müssen reden. Du darfst es wirklich niemandem sagen. Vor allem nicht Papa. Clara, jetzt sag endlich, was los ist. Ich hab Scheiße gebaut. Aber so richtig. Ich brauch die Pille danach. Jetzt sag nicht, du hast unverhütet mit jemandem geschlafen. Gummiunfall. Ach, Scheiße. Ja. Und wie lange ist das her? Eine Woche. Wie eine Woche? Dann ist es zu spät. Wie jetzt? Ja, die Pille danach wirkt nur innerhalb von 72 Stunden nach dem Verkehr. Hast du das nicht gewusst? Und jetzt? Und du bist dir sicher, dass es um deinen Eisprung herum war? Deswegen habe ich ja auch so eine Panik, schwanger zu sein. Was soll ich denn jetzt machen? Abwarten. Scheiße. Wann soll denn deine nächste Periode sein? Donnerstag. Und du bist normal pünktlich? Kannst du nicht irgendwas machen? Okay. Wir machen am Dienstag einen Bluttest. Das erspart dir 2 Tage warten, aber bis dahin musst du da leider durch. Das tut mir leid. Ich will das nicht. Und wenn ich jetzt schwanger wäre? Mach dir mal nicht so einen Kopf, Kleine. Ach komm schon, die Zeit bis Dienstag kriegst du auch noch irgendwie rum. Du weißt nicht, wie scheiße sich das anfühlt. Bei jedem Zwicken im Bauch denke ich, das wäre das Baby. Mann, ich krieg einfach gar nichts mehr gebacken. Ich laufe wie auf Autopilot, wie so ein Zombie. Hey, jetzt mach dich mal nicht so fertig, okay? Worst case, du bist wirklich schwanger. Das ist halt doof gelaufen. Aber es heißt ja nicht, dass du das Kind kriegen musst. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Wie? Du willst dein ganzes Leben wegwerfen für so einen blöden Fick? Was ist immerhin wert? Na siehst du, was willst du denn mit einem Baby? Was ist denn mit Schule und der Band und deinen Träumen? Weißt du, wie beschissen das ist? Alleinerziehend mit 17? Könntest du das denn, so ein kleines Wesen, einfach wegmachen lassen? Wesen? Das ist doch jetzt maximal ein Zellklumpen. Red nicht so. Kriegst du Muttergefühl oder was? Nee. Aber ich verstehe nicht, wie jemand, der jeden Regenwurm vom Überfahren retten will, so über ein Embryo reden kann. Mann, jetzt warte doch mal. Was ist denn los? Ist sie schwanger oder was? Echt jetzt? Ich
Ich könnte es auch nicht. Naja, Sabrina hat schon nicht ganz Unrecht, aber so einfach ist das nicht. Ja, die hat gut reden. Der wird sowas eh nie passieren. Wie meinst du das? Ja, wenn man nicht auf Jungs steht, kann man auch nicht schwanger werden. Bist du sicher? Klar. Oder soll ich dir das mit dem Bienchen und Blümchen noch mal genauer erklären? Nein. Bist du sicher, dass sie lesbisch ist? Ist dir das noch nicht aufgefallen? Naja, ich hatte was geahnt, aber... Ich hab schon gedacht, ihr zwei habt was miteinander. Was? Ihr hängt dauernd nur noch zu zweit rum. Mit mir machst du fast gar nichts mehr, außer wenn es um die Band geht. Das stimmt doch gar nicht. Ach ja. Warum bin ich denn die Letzte, die sowas erfährt? Ich dachte, ich bin deine beste Freundin. Das bist du doch auch. Du hast dich echt verändert. Komm mal wieder raus aus deinem Schneckenhaus. Na? Na? Schlaflose Eisenach? Du, Papa, wenn ich dir jetzt was erzähle, versprichst du mir, nicht auszuflippen? Es ist so schlimm. Jetzt sag schon. Ich reiß dir schon nicht den Kopf ab. Da bin ich mir nicht so sicher. Ach, Clara. Ich lieb dich. Egal, was passiert, das wird immer so sein. Ich hab mit einem Jungen geschlafen. Ja, das musste ja irgendwann sein. Hast du denn verhütet? Ja, aber es könnte sein, dass ich trotzdem schwanger bin. Das Kondom ist abgerutscht. Und das auch noch an meinen fruchtbaren Tagen. Ich habe einfach so eine Angst, dass ich jetzt schwanger bin. Was soll ich denn dann tun? Schon, du bist bei einem Notfall. Hm. Dann lasse ich euch besser mal allein. Na, magst du auch einen Schluck? Dienstag wissen wir mehr. Darum sollten wir uns jetzt auch nicht verrückt machen. Sollte Lisa dir dann am besten eine Pille verschreiben? Ich meine, jetzt, wo du sexuell aktiv bist. Wie das klingt. Glaub mir, ich habe fürs Erste genug. Weißt du, als Susanne mit Lisa schwanger war, da war das für uns auch wie ein Schock. Ja. Und trotzdem habt ihr sie bekommen. Ja. Weil wir ein ganz sicheres Gefühl hatten, dass wir das schaffen. Und das möchte ich auch, dass du das hast, Clara. Wenn du wirklich schwanger bist, dann schaffen wir das. Zusammen. Die ganze Familie. Wir sind für dich da. Du bist der beste Papa. Hey. Und? Ich weiß noch nichts. Es tut mir leid, ich wollte dir nur sagen, wenn... Jetzt piss dich nicht ins Hemd. Du hast damit nichts zu tun, das ist meine Sache. Echt jetzt? Ja, echt. Ich brauch dich nicht. Okay, cool. Das ist echt cool von dir. Ja, war's das? Mmh. Du stopfst das in dich rein, als wenn du schwanger wärst. Lecker. Mmh. So, nur ein kleiner Pieks. Ich hab Angst. Ich auch.
Papa, kannst du das vielleicht machen? Ja, klar. Müssen wir warten. Na, ich hatte schon angefangen, Babysäckchen zu strecken. Ledekuh. Mit Drumsticks statt Stricknadeln oder was? Ja, die sind sehr multifunktional. Verarscht mich ruhig, mich schockt jetzt eh nichts mehr. Ich habe sogar meine Tage bejubelt. Hell no! Hell yes! Wirklich, diese Ungewissheit wünsche ich keiner. Du denkst, dein Leben ist vorbei, bevor es richtig angefangen hat. Na und jetzt? Deine Enthaltsamkeit bis zur Ehe? <lacht> 030. Berlin. Hallo? Ja, ich bin die Bassistin. Ein Plattenvertrag, ja? Wie geil ist das denn? Bitte. Und richtige Gigs. Ja, aber jetzt kommt mal runter. Der will sich ja Donnerstag erstmal mit uns treffen und die Chemie auschecken. Nee, aber den wickeln wir so um den Finger. Der fand unser Musikvideo schon so geil, Mann. Ja, dank Internet. Ey, Leute, Donnerstag? Ja. Da schreiben wir Mathe. Das geht nicht. Scheiße. Und Schwänzen ist nicht drin. Ich brauche die Punkte für meine Abi-Zulassung. Ja, ich auch. Sie müssen uns Donnerstag freigeben. Tut mir leid, ich kann das nicht machen. Bitte, nur das eine Mal. Es geht um Leben und Tod. So dramatisch ist es jetzt auch wieder nicht. Wir wollen die Klausur ja schreiben. Nur halt am Donnerstag nicht. Das ist eine einmalige Chance. Außerdem, wenn wir den Plattenvertrag bekommen, dann wird ja auch irgendwie die Schule berühmt. Gott bewahre, dann habe ich noch kreischende Teenies auf dem Schulhof. Nein. Ich kann euch ja verstehen, aber ich kann keine Extrawürste braten. Wenn sich das rumspricht, dann kommt ja jeder mit irgendwelchen fadenscheinigen Gründen. Und die armen Fachlehrer können ihre Klausuren individuell aushandeln. Das geht nicht. Ist das Ihr letztes Wort? Mein letztes Wort. Na, Kröte, wie geht's? Alter Falter. Das ist für ein Bioprojekt, ist klar. Zeig mal auf, was stehst denn so? Bitte, Clara, verrat mich nicht. Ich bin noch keine Petze. Wirklich? Du erzählst Papa nichts. Nein, ich erzähle Papa nichts. Aber wenn ich mal was brauche, dann... Naja, du weißt schon, die eine Hand wäscht die andere. Ja, klar. Ja. Deine Hände sind doch gewaschen, oder? Ich meine, der Typ, der muss doch verstehen, dass ihr Schülerinnen seid. Und? Denkst du, der opfert für uns sein Wochenende? Und wieso rufst du nicht selber an? Irgendwie ist das komisch. Papa, bitte, ruf du dort an, verschieb den Termin, sag einfach irgendwas. Ich finde das eh nicht gut, dass ihr nach Berlin fahrt. Ist das überhaupt seriös? Das ist ein Musikproduzent, nicht irgendein, keine Ahnung, schmieriger Fotograf oder so. Ey, und woher weißt du das? Pass auf. Name, Adresse, Internetseite und die Bands, die er vertritt. Bitte, schau's dir an. Also Vorschlag. Ich guck mir den Typen an. Und du schreibst eine gute Mathearbeit. 4 Punkte. 7. 5. 6. Das ist mein letztes Wort. Gut, dir. Ratte. Papa, hast du mit dem Produzenten gesprochen? Hast du Mathe gelernt? Den ganzen Nachmittag. Ich hab's voll drauf. Ah ja? Gut. Also sag schon. Klar habe ich mit ihm geredet.
Der Termin ist verschoben. Wirklich? Klar. Wie hast du das geschafft? Ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Ihr schreibt eine Klausur und dir ist dein Abitur wichtig. Auch als Rockstar. Das fand er übrigens sehr gut. Wow. 6 Punkte. Schaffe ich. Clara, bringst du bitte mal den Müll raus? Muss das sein? Ja, bitte. Und wenn du schon tonnenweise Joghurt kaufst, dann iss ihn bitte auch, bevor er anfängt zu leben. Es kostet alles Geld. Das war super. Ich glaube, wir können aufnehmen. Klappt das mit der Kamera? Ja, mein Bruder hat sogar versprochen, dass er es noch schneidet und hochlädt. Fett wann? Also das Problem ist halt, dass er nur morgen Vormittag kann, weil er wieder abends nach Berlin fährt. Und dann ist er erst wieder in den nächsten Semesterferien da. Ja, dann morgen. Ja, und Schule? Glaubst du, Jack White sei es einfach blöd, in der Schule rum, anstatt aufzunehmen? Ja, nee, aber... Lauri, wir müssen was liefern. Wir haben jetzt schon seit 6 Wochen nichts mehr online gestellt. Die Leute verlieren das Interesse an unserem Channel. Also ich finde, Clara hat recht. Außerdem haben wir morgen nur 2 Stunden Mathe und dann Sport. Ist ja okay. Und die Hausaufgaben haben wir auch noch nicht gemacht. Ja, okay. Nochmal. Nach dem Durchgang. Bereit? Mhm. Wieder da. Wo kommen wir denn jetzt her? Ben Pum. Wer ich wirklich bin, wird immer schlimmer und macht keinen Sinn. Doch dann baust du mich auf. Es gibt Tage, da krieg ich gar nichts hin, bin bereit. Glaub, dass ich nie gewinn, doch du bringst mich gut drauf. Du sitzt da mit deinem Lächeln, machst mir klar, ich darf nicht schwächeln. Das ist schon wieder falsch. In der Strophe geh auf D und nicht geh auf C. Ja, okay. Nochmal. Okay. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ich geh nach oben. Nacht, Paul. Du bist 45 Minuten zu spät. Chill mal, wir mussten noch einen Song fertig kriegen. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Clara, magst du noch was essen? Nee, der reicht mir. Und außerdem ist ja morgen Schule. Viel Spaß in der Schule. Danke. Ciao. Wollt ihr mich? Morgen. Morgen. Hey, Paul. Nimm den Rucksack so in die Hand und über die Schulter. Sieht cooler aus. So? Ja. Nee. Emma, was ist eigentlich mit deiner Mathearbeit? Hallo. Wird's schlimm wehtun? Nur kurz.
Versprochen. Ansonsten höre ich sofort auf. Okay. Hi, Anna. Hi, Clara. Oh, hast du dich verletzt? Hä? Na da? Ach, nee, nur ein aufgekratzter Pickel hat übel... Sie müssen uns Donnerstag freigeben. Tut mir leid, ich kann das nicht machen. Bitte, nur das eine Mal. Es geht um Leben und Tod. So dramatisch ist es jetzt auch wieder nicht. Wir wollen die Klausur ja schreiben. Nur halt am Donnerstag nicht. Das ist eine einmalige Chance. Außerdem, wenn wir den Plattenvertrag bekommen, dann wird ja auch irgendwie die Schule berühmt. Gott bewahre, dann habe ich noch kreischende Teenies auf dem Schulhof. Nein. Ich kann euch ja verstehen, aber ich kann keine Extrawürste braten. Wenn sich das rumspricht, dann kommt ja jeder mit irgendwelchen fadenscheinigen Gründen. Und die armen Fachlehrer können ihre Klausuren individuell aushandeln. Das geht nicht. Ist das Ihr letztes Wort? Mein letztes Wort. Na, Kröte, wie geht's? Alter Falter. Das ist für ein Bioprojekt, ist klar. Zeig mal auf, was stehst denn so? Bitte, Clara, verrat mich nicht. Ich bin noch keine Petze. Wirklich? Du erzählst Papa nichts. Nein, ich erzähle Papa nichts. Aber wenn ich mal was brauche, dann... Naja, du weißt schon, die eine Hand wäscht die andere. Ja, klar. Ja. Deine Hände sind doch gewaschen, oder? Ich meine, der Typ, der muss doch verstehen, dass ihr Schülerinnen seid. Und? Denkst du, der opfert für uns sein Wochenende? Und wieso rufst du nicht selber an? Irgendwie ist das komisch. Papa, bitte, ruf du dort an, verschieb den Termin, sag einfach irgendwas. Ich finde das eh nicht gut, dass ihr nach Berlin fahrt. Ist das überhaupt seriös? Das ist ein Musikproduzent, nicht irgendein, keine Ahnung, schmieriger Fotograf oder so. Ey, und woher weißt du das? Pass auf. Name, Adresse, Internetseite und die Bands, die er vertritt. Bitte, schau es dir an. Also Vorschlag. Ich guck mir den Typen an. Und du schreibst eine gute Mathearbeit. 4 Punkte. 7. 5. 6. Das ist mein letztes Wort. Gut, dir. Ratte. Papa, hast du mit dem Produzenten gesprochen? Hast du Mathe gelernt? Den ganzen Nachmittag. Ich hab's voll drauf. Ah ja? Gut. Also sag schon. Klar habe ich mit ihm geredet. Der Termin ist verschoben. Wirklich? Klar. Wie hast du denn das geschafft? Ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Ihr schreibt eine Klausur und dir ist dann... Weißt du, wie beschissen das ist? Alleinerziehend mit 17? Könntest du das denn, so ein kleines Wesen, einfach wegmachen lassen? Wesen? Das ist doch jetzt maximal ein Zellklumpen. Red nicht so. Kriegst du Muttergefühle oder was? Nee. Aber ich verstehe nicht, wie jemand, der jeden Regenwurm vom Überfahren retten will, so über ein Embryo reden kann. Mann, jetzt warte doch mal. Was ist denn los? Bist du schwanger oder was? Echt jetzt? Ich könnte es auch nicht. Naja, Sabrina hat schon nicht ganz Unrecht, aber so einfach ist das nicht. Ja, die hat gut reden. Der wird sowas eh nie passieren. Wie meinst du das? Ja, wenn man nicht auf Jungs steht, kann man auch nicht schwanger werden. Bist du sicher? Klar. Oder soll ich dir das mit dem Bienchen und Blümchen noch mal genauer erklären? Nein. Bist du sicher, dass sie lesbisch ist? Ist dir das noch nicht aufgefallen? Naja, ich hatte was geahnt, aber... Ich hab schon gedacht, ihr zwei habt was miteinander. Was? Ihr hängt dauernd nur noch zu zweit rum. Mir machst du fast gar nichts mehr, außer wenn es um die Band geht. Das stimmt doch gar nicht. Ach ja. Warum bin ich denn die Letzte, die sowas erfährt? Ich dachte, ich bin deine beste Freundin.
Das bist du doch auch. Du hast dich echt verändert. Komm mal wieder raus aus deinem Schneckenhaus. Na? Na? Schlaflose Nächte nach? Du, Papa, wenn ich dir jetzt was erzähle, versprichst du mir, nicht auszuflippen? Es ist so schlimm. Jetzt sag schon. Ich reiß dir schon nicht den Kopf um. Da bin ich mir nicht so sicher. Ach, Clara. Ich lieb dich. Egal, was passiert, das wird immer so sein. Ich hab mit einem Jungen geschlafen. Das musste ja irgendwann sein. Hast du denn verhütet? Ja, aber es könnte sein, dass ich trotzdem schwanger bin. Das Kondom ist abgerutscht. Und das auch noch an meinen fruchtbaren Tagen. Ich habe einfach so eine Angst, dass ich jetzt schwanger bin. Na, ihr zwei? Ich dachte schon, du bist bei einem Notfall. Hm. Dann lasse ich euch besser mal allein. Na, magst du auch einen Schluck? Dienstag wissen wir mehr. Darum sollten wir uns jetzt auch nicht verrückt machen. Sollte Lisa dir dann am besten eine Pille verschreiben? Ich meine, jetzt, wo du sexuell aktiv bist. Wie das klingt. Glaub mir, ich habe fürs Erste genug. Weißt du, als Susanne mit Lisa schwanger war, da war das für uns auch wie ein Schock. Ja. Und trotzdem habt ihr sie bekommen. Ja. Weil wir ein ganz sicheres Gefühl hatten, dass wir das schaffen. Und das möchte ich auch, dass du das hast, Clara. Wenn du wirklich schwanger bist, dann schaffen wir das. Zusammen. Die ganze Familie. Wir sind für dich da. Du bist der beste Papa. Hey. Und? Ich weiß noch nichts. Es tut mir leid, ich wollte dir nur sagen, wenn... Jetzt piss dich nicht ins Hemd. Du hast damit nichts zu tun, das ist meine Sache. Echt jetzt? Ja, echt. Ich brauch dich nicht. Okay, cool. Das ist echt cool von dir. Ja, war's das? Du stopfst das in dich rein, als wenn du schwanger wärst. Lecker. So, nur ein kleiner Pieks. Ich hab Angst. Ich auch. Papa, kannst du das vielleicht machen? Ja, klar. So, was kriegst du jetzt kurz? Bitte, bitte lass alles gut werden. Hast du schon mal... Ich meine... Hast du schon mal... gefickt? Ja, klar. Und du? Doch, einmal. Und? Naja, ich hätte es mir schöner vorgestellt. Ach, komm schon. Einmal ist kein Mal. Wie meinst du das? Naja. Hat dir deine erste Zigarette geschmeckt? Nee. Und dein erstes Bier? Siehst du?
Hola, chicas. Komm mal in die Gänge. Wir müssen jetzt proben. Ach, proben ist nur was für Gitarristen. Ich probe auch so. Du meinst, du treibst. Ich treibe? Ich bin verdammtes Metronom, okay? Du hast dazu gar nichts zu sagen. Hey, Papa. Hey. Ich wollte sagen, dass es mir wirklich leid tut. Also, nicht das Tattoo an sich, dazu stehe ich voll und ganz. Aber ich hätte vorher mit dir reden sollen. Das stimmt. Weißt du, du möchtest immer, dass wir dir vertrauen. Aber Vertrauen, das muss man sich verdienen. Ich weiß, aber wegen des Hausarrests können wir nicht, ich meine, gemilderte Umstände. Ich werde es mir überlegen. Hey, süße Frau. Träumst du? Nee, ich hab nur gedaddelt. Was für ein Game? Ach, egal. Hast du Lust auf eine Spritztour? Ja, klar. Wohin denn? Ja, wohin du willst. Wir können zusammen durchbrennen. Was hältst du von Paris? Mit der Kiste? Kiste? Das ist ein Wartburg 311, ja? Alter Familienbesitz. Der hat schon alles gesehen. Na dann nach Paris. Echt jetzt? Fahr einfach. Was ist? Mann. Merkst du nicht, dass das Kondom abgerutscht ist? Nimmst du etwa nicht die Pille? Nee, die nehme ich nicht. Fuck. Na, da bist du ja. Regnet's? Nee. Lauri hat mich nur mit dem Wasserschlauch nass gespritzt. Willst du dir nicht trockene Klamotten anziehen? Gleich. Danke übrigens. Mach dir nicht so einen Kopf wegen des Tätowierers. Der arbeitet total sauber. Ja. Ich habe mich erkundigt. War ja klar. Und das mit dem Piercing lassen wir, ja? Da habe ich selber keinen Bock drauf. Ich bin oben. Hausaufgaben machen. Gut. Ich dachte wirklich, du nimmst die Pille. Du dachtest gar nichts. Du wolltest einfach nur vögeln. Du nicht? Ich meine, was kann ich denn dafür, dass das scheiß Kondom abgerutscht ist? Vielleicht solltest du nächstes Mal lieber kein XXL kaufen, wenn du nur XS hast. Du bist echt eine Bitch. Es tut mir leid, ich habe einfach nur wirklich Angst, dass ich schwanger bin. Jetzt chill mal. Ich meine, so schnell wird man gar nicht schwanger. Und wenn doch? Dann fällt dir schon was ein. Mir? Du bist echt so ein Arschloch. Hey, das war doch gar nicht so gemeint. Fuck. Lara.
wollte sagen, wenn du mit mir reden möchtest, dann kannst du das jederzeit tun. Worüber? Keine Ahnung. Sag du mir's. Hör zu, wenn du das Gefühl hast, dass ich in der letzten Zeit... Bienchen und Blümchen noch mal genauer erklären. Nein. Bist du sicher, dass sie lesbisch ist? Ist dir das noch nicht aufgefallen? Naja, ich hatte was geahnt, aber... Ich hab schon gedacht, ihr zwei habt was miteinander. Was? Ihr hängt dauernd nur noch zu zweit rum. Mit mir machst du fast gar nichts mehr, außer wenn es um die Band geht. Das stimmt doch gar nicht. Ach ja. Warum bin ich denn die Letzte, die sowas erfährt? Ich dachte, ich bin deine beste Freundin. Das bist du doch auch. Du hast dich echt verändert. Komm mal wieder raus aus deinem Schneckenhaus. Na? Na? Schlaflose Nächte nach? Du, Papa, wenn ich dir jetzt was erzähle, versprichst du mir, nicht auszuflippen? Es ist so schlimm. Jetzt sag schon. Ich reiß dir schon nicht den Kopf um. Da bin ich mir nicht so sicher. Ach, Clara, ich lieb dich. Egal, was passiert, das wird immer so sein. Ich habe mit einem Jungen geschlafen. Das musste ja irgendwann sein. Hast du denn verhütet? Ja, aber es könnte sein, dass ich trotzdem schwanger bin. Das Kondom ist abgerutscht. Und das auch noch an meinen fruchtbaren Tagen. Ich habe einfach so eine Angst, dass ich jetzt schwanger bin. Was soll ich denn dann tun? Schon, du bist bei einem Notfall. Ja. Dann lasse ich euch besser mal allein. Na, magst du auch einen Schluck? Dienstag wissen wir mehr. Darum sollten wir uns jetzt auch nicht verrückt machen. Sollte Lisa dir dann am besten eine Pille verschreiben? Ich meine, jetzt, wo du sexuell aktiv bist. Keine Ahnung. Sag du mir's. Hör zu, wenn du das Gefühl hast, dass ich in der letzten Zeit ein bisschen streng war, dann liegt das daran, dass ich einfach das Gefühl habe, du brauchst so eine Art Leitplanke, wo du dich orientieren kannst. Leitplanke? Ja. Aha. Ich meine, machen wir uns nichts vor, du bist 17 Jahre alt, du bist total erwachsen, du weißt alles. Aber Fakt ist doch auch, dass dein präfrontaler Kortex noch nicht voll ausgebildet ist. Im Ernst, wenn du reden möchtest, du kannst mit allem zu mir kommen. Mit allem? Ja, natürlich. Außer vielleicht mit Schminktipps. Ist nichts. Nur so ein Pubertätsding. Kortex und so. Präfrontal. Ja. Oh, hoppla. Guten Morgen. Morgen. Ist Lisa da? Ja. Komm. Hallo, Schmuck. Wir müssen reden. Du darfst es wirklich niemandem sagen. Vor allem nicht Papa. Clara, jetzt sag endlich, was los ist. Ich hab Scheiße gebaut. Aber so richtig. Ich brauch die Pille danach.
Jetzt sag nicht, du hast unverhütet mit jemandem geschlafen. Gummiunfall. Ach, scheiße. Ja. Und wie lange ist das her? Eine Woche. Wie eine Woche? Dann ist es zu spät. Wie jetzt? Ja, die Pille danach wirkt nur innerhalb von 72 Stunden nach dem Verkehr. Hast du das nicht gewusst? Und jetzt? Und du bist dir sicher, dass es um den Eisprung herum war? Deswegen habe ich ja auch so eine Panik, schwanger zu sein. Was soll ich denn jetzt machen? Abwarten. Scheiße. Wann soll denn deine nächste Periode sein? Donnerstag. Und du bist normal pünktlich? Kannst du nicht irgendwas machen? Okay. Wir machen am Dienstag mit Aufklebern von Pink Slip zukleistert, solltet ihr wenigstens auf die Videos im Internet verzichten. Oh. Ja, oh. Ich bin vielleicht keine 30 mehr, aber das bedeutet noch lange nicht, dass soziale Netzwerke für mich Neuland sind. Ich möchte eine offizielle, von den Eltern unterschriebene Entschuldigung für diesen Tag haben. Können wir nicht einmal ausnahmsweise... Wenn ihr 18 seid, könnt ihr eure Entschuldigung selber schreiben. Schlimm genug. Und jetzt ab zum Unterricht. Hi. Ich hab was für dich. Da ist der Song drauf. Danke. Bitte. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Na komm. Hallo. 1, 2, 3. Oh, Papa. Was ist denn das? Was? Wie spät ist es denn? Zeig mir deinen Rücken und sag, dass das nicht echt ist. Seit wann hast du das? Seit einem Monat. Du lässt dich einfach so tätowieren, ohne mit mir darüber zu reden. Hättest du es erlaubt? Nein. Mit Sicherheit nicht. Ja, siehst du. Ist das dein Ernst? Du weißt, dass du irgendwas nicht darfst oder machst du es genau deswegen heimlich? Nee, nicht deswegen. Ich wollte ein Tattoo, jetzt habe ich eins. Meine Güte, große Sache. Ja, das ist allerdings eine ganz große Sache. Ja? Und da spreche ich noch nicht mal von den medizinischen Aspekten einer Ansteckungsgefahr mit Hepatitis oder Tetanus. Um von HIV ganz zu schweigen. Große Angst. Du bist minderjährig und du hast meine Einwilligung einzufordern. Haben wir uns da verstanden? Schau mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede! Wer hat es gestochen? Wieso? Weil ich ihn verklagen werde. Sag mal, du spinnst doch jetzt total, oder? Das ist ein Mini-Tattoo auf der Schulter. Ist ja nicht so, als hätte ich mir die Muschi piercen lassen. Sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Ich glaube, es geht los. Erst Schule schwänzen und dann sowas, ja? Du hast Hausarrest. Und zwar 3 Wochen. Na und? Drauf geschissen. Cooles Tattoo. Danke. Hat mir 3 Wochen Hausarrest eingebracht. Spießige Eltern? Helikopterpapa. Beschützt mich vom Leben. Hm. Tagebuch? Ach so, nee. Ich schreibe Songs. Cool. Lass mal hören. Ist noch nicht fertig. Endlich.